US-Dollar stark, Gold stark, Krypto stark. Wie das eigentlich unmöglich zusammenpasst, das werden wir jetzt gemeinsam diskutieren. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Shanghai. Ja, ich bin in Shanghai angekommen und habe schon so 2-3 Tage jetzt hier verbracht. Habe auch schon einen Kollegen getroffen, den ich auch wieder auf der IFTA-Konferenz getroffen hatte. Und der hat sich mit mir mal den halben Tag zumindest beschäftigt, ist mit mir ein bisschen durch die Gegend gezogen und hat mir mal die sehenswerten Ecken gezeigt und hat mir auch etwas ganz Besonderes gezeigt, nämlich eine Ohrmassage, also so eine Ohrreinigung, traditionelle Ohrreinigung mit Massage, die die Nervenbahnen im Ohr anregt, dass das Ganze aufs Gehirn eben auch sich zumindest positiv auswirkt. Ob es bei mir was hilft, wer weiß. Ich hoffe schon, aber vielleicht ist ja auch Hopfen und Malz verloren. Schauen wir mal. Am Ende, ich war heute in Tempeln unterwegs, in 2 Tempeln. Ich habe mir von einem Tempel einfach mal ein Video mitgebracht, was wirklich wunderschön ist. Ich meine, die buddhistischen Tempel, die haben natürlich schon ihren Reiz. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Da sind die Farben da, da sind die verschiedenen Statuen da in den verschiedenen Ausführungen halt. Und es ist auch eine ganz besondere Stimmung da. Es ist eben, naja, was man halt auch erwartet, sehr friedlich, sehr entspannt. Und es sind eben na, ganz normale Leute, die eben da hinkommen und einfach ihre Gebete sprechen und dann eben auch wieder von dann ziehen und dem normalen Tagewerk nachgehen sozusagen. Dann war ich am Abend mit dem Kollegen eben am Bund. Der Bund ist eben diese Ecke, wo der Fluss Shanghai in Ost und West sozusagen teilt. Ost eher der alte Bereich, der Westen der neue Bereich, diese ganzen Hochhäuser, gut beleuchtet, dieses ganze Finanzzentrum, das, er sagte mir, für 8% des Bruttoinlandprodukts von China verantwortlich ist. Und dieses Finanzzentrum ist erst seit 20 Jahren überhaupt existent. Und das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, weil alles, was eben in China passiert, alles, was eben auch in Asien passiert, ist ja noch gar nicht so alt. Und damit hat es natürlich einen gewissen Reiz, alles modern. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch da nicht so streng sein mit der alten Welt, weil die eben auch schon ein bisschen länger in der Form existiert. Und dann hat man natürlich das ein oder andere Jahr schon auf dem Buckel und der eine oder andere Putz blättert dann auch schon ab. Muss man eben auch fairerweise sagen, da kann man eben nicht so modern sein und sich eben dann nicht so darstellen, wie das natürlich dann auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Also so viel auch nochmal dann dazu gesagt. Mich begeistert es immer wieder. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich jetzt auch mal ein Wort der Kritik äußern. Hoffe, man wirft mich hier nicht gleich raus. Deswegen, Internet ist hier tatsächlich schwierig, sehr schwierig sogar. Wi-Fi ist für mich nicht möglich, obwohl es mir angezeigt wird, aber ich kriege keine Verbindung, ist komplett geblockt und es klappt auch nicht mit VPN, zumindest nicht mit dem, den ich benutze und von dem ich auch das gelesen habe, dass es geht. Also sauge ich hier die eine oder andere eSIM leer und befülle sie halt wieder dann mit entsprechendem Datenvolumen und selbst das ist nicht immer der Garant dafür, dass es funktioniert. Tja, das ist eben so das ganze Thema, wenn man auf der einen Seite wirklich die moderne Karte spielen will, auf der anderen Seite sich eben nicht traut, in derselbigen Moderne zu leben. Kann man beurteilen, wie man will. Das ist zumindest mal so mein Bericht aus Shanghai und damit Mainland China. Genug aber damit. Ein paar Sachen werde ich natürlich nochmal wieder zum Besten geben beim nächsten Mal. Jetzt wollen wir mal in die Zahlen reingehen, uns anschauen, was gab es in der aktuellen Woche und natürlich, wie sieht es in der nächsten Woche aus. Offen gesagt, so viel ist noch gar nicht passiert. Wir haben die Konjunkturerwartung für Deutschland gehabt, die überraschenderweise deutlich, deutlich besser sind als das, was in der Prognose war und was auch im Vormonat war. Lass sie einfach mal so stehen. Tatsächlich, ich meine, soll mich ja nicht stören. Ja? Ich nur so richtig traue ich dem Ganzen nicht. Ich hoffe aber natürlich für alle, dass es tatsächlich dann auch dann mit der Wirtschaft ein bisschen weiter aufwärts geht für Deutschland. Ja, zu wünschen ist es allemal. Und von daher lasse ich das jetzt mal mit einem Ausrufezeichen stehen. Dann am Mittwoch, ich nehme das Video jetzt auf, am Mittwoch gegen Mitternacht hier in Shanghai, also rund 18 Uhr in Deutschland und Europa. Die EZB-Präsidentin Lagarde spricht, noch hat sie es nicht getan, aber wenn Sie das Video sehen, dann jetzt am Donnerstagmorgen, dann
Gibt es vielleicht schon Neuigkeiten, die ich hier natürlich noch nicht aufnehmen konnte. Dann am Donnerstag wartet die Inflationsrate aus der Eurozone auf uns. 1,8% werden erwartet und auch die 3,25% werden als Zinssenkung erwartet. Heißt also 0,25% runter. Eigentlich ein moderater Zinsschritt. Vielleicht gibt es aber auch eine Überraschung. Das wird sich zeigen, das werden wir sehen. Und da darf man durchaus gespannt sein. Mein Tipp an der Stelle, vielleicht intraday sich zurückhaltend zeigen beim Euro zum US-Dollar. Ja, da kann man immer noch nachher schauen, wo der Markt sich dahin bewegt, um entsprechende Chancen wieder zu suchen. Dann geht's in die Arbeitslosenhilfe, die erste Anträge der Arbeitslosenhilfe in den USA. Hier wird eine leichte Verringerung erwartet. Eigentlich steht die Wirtschaft ja doch ganz gut da in den USA, auch wenn es immer wieder mal so Zahlen gibt, die so ein bisschen ja, als Ausreißer gelten können. Ja, es wird immer noch mal über Rezession gesprochen, aber so richtig greifbar ist es noch nicht. Deshalb relativ nachvollziehbar, dass man dann hier eben entsprechend davon ausgeht, dass es eben doch einigermaßen okay immer noch ist. Und die Fed natürlich auch da entsprechend ihren Teil dazu beiträgt, heißt also auch günstigeres Geld dann halt zur Verfügung stellt, das dann für Investitionen genutzt werden kann. Dann geht's in die Pressekonferenz der EZB, auch noch ganz spannend, auch ganz wichtig. Und dann darf man sich nochmal mit der nächsten Rede von Frau Lagarde beschäftigen. Ob da natürlich noch was Neues bei rumkommt, muss man sehen. Aber das kann man sich natürlich dann auch mal in den Zahlen anschauen. Dann können wir direkt in die kommende Woche reingehen. Hier geht es in die Verkäufe neuer Häuser in den USA. Da gibt es noch keine Prognose zu keiner der Zahlen heute am Mittwochabend oder am beginnenden Donnerstagmorgen, wie auch immer. Da ist noch nicht so wahnsinnig viel zu erwarten. Schauen wir also mal. Für uns vielleicht ganz interessant zu sehen, Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und aus den USA, die dann gezeigt werden. Immer mit dem Hinweis, unter 50 eher schrumpfend, mit über 50 eher wachsend. Aber im Endeffekt auch hier nichts Neues. Verarbeitendes Gewerbe ist halt doch irgendwie schon unter die Räder geraten. Ist man nicht nur unter 50, man ist ja fast schon unter 40. Muss man mal schauen, ob da nicht irgendwie mal eine Besserung aufkommt. Bei Dienstleistungen sieht es noch ganz okay aus. Aber das sind die USA, aber irgendwie auch ein bisschen weiter vorne. Und beim verarbeitenden Gewerbe ist die USA jetzt auch nicht wirklich auf Wachstumskurs, aber steht immer ein bisschen besser da, als das, was wir aus Deutschland zu sehen. Und dann sehen wir am Freitag den Geschäftsklimaindex vom IFO-Institut. Darf man auch mal gespannt sein, ob das vielleicht in die Konjunkturerwartung reinpasst oder ob das irgendwie komplett konträr ist. Ist immer auch mal ganz spannend zu sehen, inwieweit ja, die Befragten das dann da halt, wie die das beurteilen und was das IFO-Institut dann halt dazu zu sagen hat. Also damit können wir in die Woche reingehen oder in die nächsten Tage reingehen. Und jetzt schauen wir mal uns die Charts an. Mal gucken, wo wir dastehen. Aber bevor wir das tun, ich habe Ihnen natürlich nochmal wieder das Fatwatch-Tool aufgemacht. Ich vergesse jedes Mal, das mit anzumoderieren, weil ich so Charts fixiert bin. Sei es drum. Hier ist es natürlich wieder so, Sie sehen es, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Es ist tatsächlich ein Hin und Her. Beim letzten Mal war man hier noch ein bisschen mehr der Meinung, okay, wir könnten irgendwie gleich bleiben. Ja, oder eben nur ein bisschen senken. Naja, jetzt sind wir halt hier deutlich, 92,9% der Befragten sagen halt, okay, 0,25% könnte es runtergehen, die 0,5% sind vom Tisch. Und es gibt eben auch immer wieder Stimmen seitens der Fed, die das eben auch so andeuten, dass man gesagt hat, ja, wir müssen es jetzt ja nicht übertreiben, vielleicht wird es eigentlich nur noch eine Zinssenkungsrunde geben in diesem Jahr, man muss auch nicht wirklich in die Vollen gehen. Ja, und da sehen wir es halt, am Ende sind sich die Befragten jetzt schon einig, ja, gute drei Wochen knapp, bis es eben zum nächsten Fed-Meeting kommt, dass man eigentlich hier schon mal einen Haken dran machen kann. Heißt also eigentlich eine gewisse Entlastung für den Dollar. Schauen wir mal, ob das auch so hinhaut. Und tatsächlich, wir sehen, der US-Dollar-Index ist nach wie vor positiv. Ich hatte ja schon beim letzten Mal auch hier eher angedeutet, dass es nochmal weiter nach oben gehen kann, auf die 103,5. Ja, so in diese, ja, eigentlich kleinere Widerstandslinie. Also so dramatisch ist es ja jetzt nicht. Aber momentan sieht es so aus, als ob wir zumindest mal darüber laufen. Wie es dann endet, wird sich zeigen. Mal so als Faustregel, das können wir bei vielen dieser Widerstände halt letztendlich so sehen, geht es hier wirklich kraftvoll rüber, dann können wir schon davon ausgehen, dass es ein
bisschen höher geht, der nächste Widerstandsbereich getestet wird, um dann vielleicht mal auf diesen Unterstützungsbereich, der dann idealerweise entsteht, nochmal zurückzukommen. Sehen wir dahingegen aber sowas hier, dass der Mitte so hochläuft und zurückkommt und dann hier irgendwie sowas bildet, dann ist das ein schöner klassischer Fehlausbruch. Ja, da könnte es eben tatsächlich in diese Richtung gehen, was hier eigentlich so entsprechend schon beim letzten Mal angedeutet wurde. Und das heißt im Endeffekt für uns hier an so einer Stelle im Grundsatz, darf man wirklich genau hinschauen und sollte sich eher zurückhalten, was eine neue Positionierung angeht, weil das eben schnell mal auch in die falsche Richtung losgehen kann. Das heißt, zum Wochenschluss, Freitagabend, dann darf man gerne mal hinschauen und kurz davor sich überlegen, okay, macht es nochmal Sinn, macht es keinen Sinn? Ja, aber da würde ich jetzt hier nicht sofort irgendwie in dem Bereich mich engagieren, sondern wirklich abwarten, Schlusskursbasis, was passiert da. Da mag vielleicht sogar der Blick in den Tageschart helfen. Ja, das muss man dann eben sehen. Donnerstag kann man das ja nochmal machen. Vielleicht gibt es dann schon ein klareres Bild mit der gleichen Aussage, dann eben bloß auf Tagesbasis. Damit gehen wir zum Euro, zum US-Dollar. Ja, wo der Dollar stark ist, ist der Euro schwach, naturgemäß. Geht ja nicht anders in diesem Fall. Die Idee war beim letzten Mal, dass es zumindest auf diesen Unterstützungsbereich geht, bei rund 1,0880, 19, bei rund 1,09, sowas in dem Bereich, um dann nochmal wieder hochzulaufen. Aber bei eigentlicher Schwäche auf maximal 1,10 zurückzukommen, um dann von dort aus wieder nach unten zu fallen. Es sieht momentan so aus, als ob der Euro es tatsächlich nicht schafft, wieder hochzulaufen. Und wir sehen ja auch schon, dass dieser Widerstand, der da eigentlich relativ willkürlich, oder diese Unterstützung vielmehr, die relativ willkürlich liegt, ja, kann man ja beliebig so ein bisschen hin und her verschieben, ja, dass die irgendwie jetzt hier schon so gebrochen erscheint. Und da muss man eben genau jetzt hinschauen, wie ist der Wochenschluss? Sehen wir eben hier wirklich diese Kerze, noch ein bisschen größer, sehen wir hier wirklich diese Kerze massiv ohne Gegenbewegung, dann ist das ein schlechtes Zeichen für den Euro und das könnte dann eigentlich heißen, dass es direkt hier auf die nächste Unterstützung geht. 1,0770 wäre dann so ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann, im schlimmsten Fall aber noch ein bisschen weiter runter. Der Punkt ist, dass wir hier eben beim US-Dollar durch die etwas milderen Stimmen seitens der Fed einfach eine Entlastung sehen, ja, dass irgendwie der Dollar dann ja doch noch nicht so angeschlagen ist oder erscheint wie vielleicht andere Währungen. Ja, so, weil jetzt wird schon von der EZB erwartet, dass sie nochmal wieder ein Stück runtergeht. Und damit ist die Lücke ja wieder größer geworden. Und ob die Fed dann nachzieht, das wird man ja dann sehen. Aber in den 3 Wochen wissen wir erstmal, dass der Euro wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, günstiger wird als der Dollar. Und damit ist dieser Move hier entsprechend auch zu erklären. Da braucht man selbst noch nicht mal auf den Tag zu schauen, sondern im Endeffekt, na, hier kann man wirklich sehen, wenn der Wochenschluss so kommt, dann gehe ich eher davon aus, dass es weiter runter geht. Sollten wir aber sowas sehen wie einen Hammer, also Sie kennen das Spiel jetzt schon mittlerweile bei mir, also wenn eine Umkehrkerze kommt oder eine Umkehrformation auf Wochenbasis, dauert es aber noch ein bisschen, ja, also sollte jetzt hier noch ein richtiger Snapback kommen und so ein Hammer ausformen, dann ist die eigentlich zuerst vorgestellte Variante die gültige. Sollte es so bleiben, wie es jetzt aussieht, dann ist die zweite Variante zu bevorzugen mit dem Aspekt 1,077, so in dem Bereich, 50, 80, sowas in dem Bereich. Von dort aus muss man das Ganze neu anschauen und eben wenn es doof läuft für den Euro, dann reden wir über 1,0650 und ein Stückchen vielleicht darunter. Da muss man dann aber mal sehen. Damit gehen wir zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Da schaue ich jetzt natürlich nochmal ganz gebannt hin, weil, ja, ich bin zwar in China, aber Japan steht ja dann als nächstes auf dem Programm. Und vielleicht kann ich ja noch ein bisschen günstiger davonkommen. Ja, schauen wir mal. Wie auch immer, auf jeden Fall, der Dollar hält sich auch wacker. Auch hier die Idee von der letzten Woche im Plan sozusagen. Wir bewegen uns auf die 1 oder die 151, 80, 152 zu. Das lasse ich auch einfach mal so stehen. Und ich gehe momentan zumindest noch davon aus, dass der Dollar da zumindest mal ein Stückchen abprallt. Das muss nicht viel sein. Wir reden da vielleicht über die 149,50. Sowas in dem Dreh, da haben wir so eine Mini-Unterstützung von der Woche vom 12. August, das Hoch.
Ja, das könnte man so rechtfertigen als Korrekturziel. Aber im Großen und Ganzen sehe ich den Dollar hier nach wie vor stärker. Auch wieder aus dem Grund etwas moderatere Töne von seitens der Fed und damit eben relativ erstarkender Dollar, wobei relativ eben tatsächlich relativ ist. Ja, aber wenn es gegen den Yen geht, naja gut, dann ist der Dollar traditionell ja eben doch stärker. Ja, also da müsste schon wirklich was passieren, dass sich das komplett dreht. Also das ist so die Idee. Schauen wir mal, ob das auch aufgeht. Dann kommen wir zum Pfund, zum US-Dollar. Und das britische Pfund geht auch nach Plan. Ja, also so ist es ja nicht. Ich bin ja hier direkt mit dem Unterstützungsbereich bei 1,2850 in dem Bereich. Darauf bin ich jetzt zu sprechen gekommen. Auch so ein bisschen unterstützt von einer nicht ganz perfekt angelegten Trendlinie, aber ich glaube, lässt sich gut nachvollziehen, warum die nicht perfekt angelegt ist, weil man so einen kleinen Durchbruch hatte. Ja, und man könnte sich daraus aber wunderbar so eine Kreuzunterstützung bauen, die sich irgendwie ja doch ganz gut ins Bild so einfügt. Heißt also für uns, sollte es auch hier zum Wochenschlusskurs so bleiben, dann ist der Weg vom britischen Pfund im Endeffekt besiegelt, dass es nämlich nochmal ein Stückchen weiter runter geht. Wie gesagt, die 1,2850 dann halt zu Buche stehen. Und von dort aus besteht zumindest momentan mal die Chance, dass das Pfund zumindest sich ein bisschen erholt. Wenn man so an die 1,30, 1,3050 läuft, um dann von dort aus im Zweifelsfall wieder abzuprallen. Ich sehe momentan auch für das Pfund nicht unbedingt Stärke. Wo soll sie herkommen? Ja, auch die Bank of England muss sich irgendwann mal wieder mit dem Thema Zinsen beschäftigen. Das heißt, selbst wenn da mal die Lücke ein bisschen kleiner wird zwischen Dollar und Pfund, wird die sich sicherlich wieder normalisieren, so wie man es kennt, weil ja, wie gesagt, auch die Bank of England dann die nächste Zinsentscheidung treffen muss und so weiter und so fort, sodass ich im Grundsatz nach wie vor den Dollar eher stärker sehe gegenüber den anderen Währungen, als dass ich ihn jetzt wirklich erstmal unter die Räder kommen sehe. Ja? Schauen wir aber mal, ob die Realität mit meinen Worten noch übereinstimmt. Dann gehen wir zum australischen Dollar und der australische Dollar enttäuscht tatsächlich, weil ich ihm ein bisschen Stärke schon noch zugetraut habe. Denn der australische Dollar war ja doch wirklich hier schon ganz gut bestückt. Ja, ist wirklich kraftvoll nach oben gelaufen, hat auch die obere Begrenzung dieser gesamten Range erreicht. Die war nur noch mal ein bisschen größer im Januar 23. Ja, da war der australische Dollar ein bisschen stärker. Hier jetzt an der Stelle bei rund, sagen wir, 70 Cent. Ja, 69, 30, 40, 50, so in dem Bereich. Da sind wir wieder runtergedreht und ohne mit der Wimper zu zucken, geht es direkt wieder in den Bereich von 66 Cent runter. Da gibt es nicht mal eine Korrektur. Das heißt, die Korrektur, die ich hier eigentlich für mich so festgehalten hatte, die findet nicht statt. Das heißt, könnte jetzt entsprechend eine kommen und sagen wir mal in den Bereich von 66 Cent, 20, 30. Darf gerne mal ein Pullback kommen, der aber eigentlich keine Chance hat. 67 Cent wäre dann so ein Thema und von dort aus könnte es dann weiter runtergehen, um final dann zunächst mal wieder bei rund 65 Cent ja, anzuhalten und dann schauen wir uns mal ob das Ganze dann von oben nochmal diese Abwärtstrendlinie testet, nochmal wieder hochläuft, ohne jetzt wirklich einen großen Unterschied zu machen, sondern einfach nur neue Einstiegsgelegenheiten für einen Short Trade bietet. Das wird sich zeigen. Um zusammenfassend kann ich nur sagen, australische Dollar, den sehe ich eher schwächer und zwar nach wie vor dauerhaft. Ja, aber wo schwächer? Tatsächlich ist auch der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken stark. Erstaunlich, weil traditionell ist ja der Dollar schwächer und hat halt doch so seine Schwierigkeiten, sich da zu behaupten. Ist ja zuletzt immer wieder mal so an den Bereich von 0,8350, also rund 84 Rappen gekommen, um jetzt dann aber wieder nach oben zu laufen. Das hatte ich ihm allerdings auch schon zugemutet und zugesprochen, so ist es ja nicht. Ausgehend von diesem kleinen Kreisel, der ist so klein, dass man die schon mal ein bisschen größer machen muss. So. Ausgehend von diesem kleinen Kreisel sehen wir halt, wie der US-Dollar jetzt dann nach oben ausgebrochen ist. Ja, das sind so die Trades mit einer Ein-Perioden-Korrektur, wo man den Stop-Loss darunter legen kann unter den Kreisel, Spinning-Top und der Einstieg dann darüber ist. So Momentum-Trade,
Das Momentum sollte jetzt aber nicht überbewertet werden. Ich kann mir eben vorstellen, das war die Aussage auch vom letzten Mal, dass wir halt hier schon noch an die rund 87 Rappen rankommt. Da darf man auch mal rüberhüpfen. Ja, von mir aus 87,50. Aber im Großen und Ganzen würde ich hier beim Dollar auch nicht alles auf diese Karte setzen. Denn ja, die Fed zeigt sich moderat. Ja, diese große Zinssenkungsfantasie ist erstmal weg. Das kann sich natürlich auch sofort wieder ändern, aber ist momentan erstmal weg. Aber nichtsdestotrotz ist der Schweizer Franken auch das, was man so ein bisschen als Fluchtwährung sieht, wo man ein bisschen Sicherheit sieht. Und das ist in der heutigen Zeit, wo ja doch wieder viele Dinge, ja, kriseln. Ja, jetzt ist gerade wieder vor Taiwan, habe ich irgendwie jetzt gerade mitbekommen und gelesen, wie chinesische Kampfschiffe aufgetaucht. Ja, das kommt alles irgendwie nicht so wirklich gut an, wenn es um Sicherheit geht. Und da verwundert es natürlich nicht, dass der Schweizer Franken irgendwo oben auf der Liste steht, aber auch, dass so ein Wert wie Gold, wo wir gleich drauf kommen, auch nochmal im Fokus ist, denn das ist irgendwie so eine Geschichte, mit der man sich ja schon seit Menschengedenken, nicht mit dem Schweizer Franken, aber mit Gold beschäftigt, wenn die Sache irgendwie ein bisschen unsicherer wird. Und mit den Worten können wir ins Gold reingehen. Also, wie sieht es beim Gold aus? Beim letzten Mal bin ich ja davon ausgegangen, dass das Gold sich noch weiter nach unten bewegt, endlich mal korrigiert, um eben all diejenigen, die es verpasst haben, wieder mitzunehmen. Die jetzt aber wieder an der Seitenlinie stehen, tja, sich den Kopf kraulen und sich fragen, wann komme ich denn eigentlich hier rein und lohnt sich das überhaupt noch? Tatsächlich ist die einzige Unterstützungszone, die sich hier wirklich so anbietet, die irgendwie vernünftig wäre, bei 2525, 20, 30, da kann man so ein bisschen so hin und her gehen mit der Linie. Das wäre so eine Geschichte, die wirklich interessant wäre für Käufe. Alles andere sehen momentan sind wir noch eher seitwärts orientiert, aber machen wir uns nichts vor. Die Abwärtsbewegung, die ich hier prognostiziert hatte, die ist nicht da. Findet offensichtlich nicht statt. Ja, man hat noch so ein bisschen Respekt vor dem Allzeithoch, bildet hier aktuell noch so einen Kreisel aus. Ich gehe mal davon aus, dass der auch dass es hier zum Wochenschluss nicht wirklich drüber geht. Aber ich gehe davon aus, dass es in der kommenden Woche darüber läuft. Und dann reden wir eben über die 2750. So, dann können wir uns im Endeffekt mal an diesen ganzen klassischen geraden Zahlen lang bewegen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jetzt der massive Schub kommt. Ich gehe jetzt aber auch nicht davon aus, dass wir jetzt hier im Gold tatsächlich wirklich stark korrigieren. Das heißt im Endeffekt, ich sehe mittlerweile die Korrektur beim Gold eher zeitlich. Da haben wir dann so eine Geschichte wie hier im Bereich April 2024, ja, bis Juli oder August 2024, wo es dann zum Ausbruch kam. Das kann ich mir jetzt mittlerweile vorstellen. Und wenn sowas geschieht, wenn wir tatsächlich so eine Seitwärtskonsolidierung haben, dann bildet sich hier ein Bereich aus, der in Zukunft eine große, starke Rolle spielen sollte. Genauso wie der Bereich, den wir jetzt haben, zwischen im Tief bei 2300 Dollar, also hin und her gerundet, und 2450 Dollar im Hoch. Dieser Seitwärtskasten, diese Range sollte aus meiner Sicht auch halten, sollte es tatsächlich mal richtig runtergehen. Vorher müsste aber dann jetzt diese aufbauende Seitwärtsbewegung halt entsprechend durchbrochen werden. So, das heißt, jetzt passe ich das Ganze auch nochmal an. So, und das wäre für mich jetzt tatsächlich fürs Gold der Idealzustand. Schwierig würde ich es jetzt wirklich einschätzen, wenn das Gold jetzt nochmal richtig sauber ausbricht, nochmal eine Rallye hinlegt, nochmal Gas gibt, 2800 und darüber, weil es dann nämlich irgendwann so ungesund wird, dass der letzte Käufer so nervös wird, dass er beim ersten Zucken alles hinschmeißt, um sich abzusichern. Das könnte eine Kaskade auslösen, die auch keiner braucht. Dementsprechend, aus meiner Sicht, ist es jetzt am vernünftigsten und auch am wahrscheinlichsten, dass das Gold sich erstmal so ein Stück weit seitwärts bewegt, in entsprechenden Schwüngen. Und das spielt hier zunächst mal das Tief der Vorwoche noch, waren von 2618, 2010, sowas in dem Bereich, spielt als erstes hier mal eine Rolle. Dürfen wir jetzt also mal beobachten, wie es dann entsprechend weitergeht. Damit gehen wir zum Silber. Ja, Silber kommt jetzt auch nicht so richtig in die Gänge. Auf hohem Niveau konsolidiert das Silber. Wir sind
aktuell bei 31,85. Die Idee war beim letzten Mal auch ausgehend von der eher roten Kerze, dass wir beim Silber eher runterlaufen. Das ist noch nicht ganz vom Tisch. Ja, wir haben hier noch so einen Doji-Kreisel, so eine Mischung. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das Silber sich jetzt so richtig nach unten treiben lässt. Also ich rede über die 30,40, 30,50, aber auch hier mit der Tendenz eher sich seitlich zu bewegen. Das wäre für das Silber ein Erfolg, offen gesagt, weil wir hier auf hohem Niveau uns dann, so sieht es momentan aus, dass wir uns dann eher so seitlich lang schieben und die Korrektur eben über die Zeit stattfindet und nicht über den Preis. Ja, über den Preis würde nämlich bedeuten, wir landen bei 27,50. Über die Zeit bedeutet, wir bleiben einfach in einem gewissen Rahmen stehen, solange bis es irgendwie Informationen gibt, die die nächste Bewegung rechtfertigen. Und die kann natürlich dann auch relativ zügig kommen. Bis dahin aber, wie gesagt, sehe ich erstmal das Silber irgendwo zwischen 30, 25, 30 Dollar und eben dem Bereich, wo wir aktuell sind, rund 32 Dollar hin und her pendeln. Aber schauen wir auch hier, wie es entsprechend dann in der Realität weitergeht. Dann kommen wir zum letzten Rohstoff, nämlich dem Öl. Tja, und dem Öl habe ich eigentlich auch beim letzten Mal hier prognostiziert, dass das Öl weiter runterfällt. Wir hatten auch hier an entscheidender Widerstandsstelle, ja, so entscheidend jetzt auch wieder nicht, aber schon einer sichtbaren, ja, so ein bisschen hier so eine Zone. Der Kreisel, Spinning Top Doji Mischung macht es eigentlich klar. Und jetzt sehen wir sowas hier wie ein Evening Star. Der ist jetzt nicht wirklich gültig, weil wir eher eine Seitwärtsbewegung haben, die mal hochgegangen ist, wieder runtergelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz, die Botschaft ist ja deutlich. Die Botschaft heißt, ja, wir probieren es mal zu kaufen, trauen es aber nicht und verkaufen stattdessen wieder. Und damit ist die Idee eigentlich relativ klar und deutlich vom letzten Mal. Die ist aufgegangen und die bleibt auch bestehen. Das heißt 66,20 Dollar, 25, vielleicht sogar darunter. Das steht hier zu Buche und darauf müssen wir uns dann entsprechend einstellen. Jetzt würde ich allerdings aber auch nicht so weit gehen und sagen, okay, jetzt volle Kanne Short, denn man darf nicht vergessen, das Ganze hat natürlich auch einen politischen Aspekt. Jetzt haben wir Israel, jetzt haben wir den Iran, so, und die Sorge, dass Israel jetzt vielleicht zurückschlägt und sämtliche Ölgeschichten angreift, ist ja vom Tisch. Das wurde ja von Israel schon direkt verneint. So, das heißt also, diese Spekulation ist weg. Ist nur die Frage, was macht denn jetzt die OPEC langsam? Ne? Kommt die OPEC langsam mal an und sagt, na dann fördern wir eben weniger, geht der Preis auch rauf. Ja, das wird sich dann zeigen, deshalb ich wäre hier vorsichtig in dem Bereich, mich völlig zu verausgaben als Shortler, sondern ich würde dann vielleicht Intraday mal gucken, ob da was geht. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich beim Öl erstmal sehr, sehr, sehr bedeckt halten. Wie gesagt, die politische Komponente darf man da momentan nicht außer Acht lassen. Ja, gute Neuigkeiten gibt es auf jeden Fall von der Krypto-Seite. Hier bin ich eben völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Heißt also, die Idee war ja eigentlich, dass das hier so weiter runtergeht, um dann auszubrechen, ja, aus diesem fallenden Dreieck, das wir hier so haben, oder der Flagge. Können Sie sich überlegen, was man da so am besten sieht. Aber jetzt haben wir im Endeffekt den Ausbruch. Der Ausbruch sieht auch momentan danach aus, als ob die Marktteilnehmer das ernst meinen. Und idealerweise bleibt diese Kerze auch stark. Und dann, glaube ich, brauchen wir uns hier nicht wirklich drüber zu unterhalten. Da stehen die 74.000, 75.000 Dollar im Raum. Ja, darauf können wir uns dann schon mal einrichten. Und wenn man es irgendwie für sich als Trade sehen möchte und nicht als Investment, dann wäre das Tief der Vorwoche mal so ein relativ moderater, aber auch eigentlich doch recht aggressiver Stop-Loss. Also wenn man es ganz konservativ angehen würde, wäre das Stop-Loss bei rund 49.000 Dollar. Ja, ist aber schon sehr weit vom aktuellen Geschehen. Das heißt, das wäre hier so ein Kompromiss, der natürlich risikobehaftet ist, klar. Ja, aber das wäre so eine Sache, die man sich noch irgendwie schönreden könnte, ja, mit diesem kleineren Verlaufstief hier so in den Schwüngen. Schauen wir mal, was dann passiert bei rund 74.000 Dollar, ob und inwieweit der Bitcoin dann die Kraft hat, da durchzubrechen. Was wir jetzt im Endeffekt aber sehen, nach dieser Flagge oder nach dem fallenden Dreieck, dass wir eben hier über Tief, Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief und so langsam hocharbeiten in so einem kleineren, sehr verschachtelten Aufwärtstrend,
der aber dem ganzen Geschehen einfach so ein bisschen, ja, so wie die Räuberleiter, immer weiter hochhilft und eine Unterstützung anbietet. Und das wäre jetzt so die Idee, dann zu sagen, dass es durchaus möglich wäre, dass das jetzt tatsächlich der Push ist, der fehlt, um den Bitcoin weiter nach oben zu treiben. Schauen wir aber auch mal hier, ob es so aufgeht oder ob der Bitcoin sich hier oben nochmal den Kopf an der Decke stößt. Ich weiß, wovon ich rede hier im Übrigen. Ja. Den Kopf an der Decke stößt und dann nochmal ein bisschen abtaucht. Vielleicht diese Ausbruchs- oder diese entsprechende Abwärtsrendite, die wir haben. Oder Oberbegrenzung des Dreiecks oder der Flagge. Die einfach nochmal dann von oben testet. Das müssen wir sehen, aber bis dahin werden wir uns ja sicher nochmal hören. Von daher werden wir es dann eng begleiten. Ja, und zu guter Letzt gehen wir zu Ethereum. Bei Ethereum sieht es ähnlich aus, auf einem anderen Niveau. Ja, wir sind hier erst so ein bisschen gefangen in seiner Seitwärtsbewegung. Wir haben diesen Hammer ausgelöst, der ist nach wie vor gültig. Der wurde getestet. Ja, wir sind hier zurückgelaufen auf den Unterstützungsbereich bei rund 2.140 $50 und bewegen uns ganz langsam und ganz unsicher seitwärts. Also die Kaufdynamik, die jetzt beim Bitcoin im Raum steht, die darf beim Ethereum gerne auch nochmal wieder auftauchen, tut sie aber momentan nicht. Dieses Szenario, dass es abwärts gehen könnte, ist aus meiner Sicht nämlich noch nicht vom Tisch. Das wäre tatsächlich konträr, das wäre auch mal eine Überraschung, nämlich einer der wenigen seltenen Fälle, wo sich Ethereum gegenläufig entwickelt zum Bitcoin. Ob das tatsächlich so kommt, das werden wir natürlich sehen, nur wir haben ja nach wie vor das Potenzial dafür, dass wir tatsächlich nochmal abtauchen und die 2.120 $50 sowas in dem Bereich auch dann testen. Alternativ sollte Ethereum sich etwas stabiler halten, dann reden wir über die 2.850 so drumherum. Ja, dann kommt dann vielleicht auch hier diese 200er-Tage-Linie an. Ja, die dürfte dann bremsen und die Kombination dürfte erst recht bremsen. Und das würde bedeuten, dass sich Ethereum dann erstmal weiter seitwärts bewegt, um dann idealerweise dem Weg vom Bitcoin zu folgen. Das heißt also auch nach oben auszubrechen. Wonach es momentan zumindest aussieht, zumindest was den Bitcoin angeht. Für Ethereum sehe ich momentan weniger Dynamik. Muss man mal gucken, wann der Markt dann den Ball und die Fährte hier wieder aufnimmt. Ja, damit haben wir es wieder für die Woche. Ich habe das Ganze jetzt eben schon mal ein bisschen eher aufgezeichnet. Ihr seht es, 18.30 Uhr. Das hat eben auch den Grund, ich habe jetzt in diesem Moment Internet und ich nutze genau jetzt in diesem Moment die Zeit, das eben auch aufzuzeichnen. Wer weiß, was morgen früh ist. Dann manchmal mache ich auch auf, mache das Telefon an, denke, okay, schnell die E-Mails. Ja, das lässt dann auf sich warten, weil ich irgendwie irgendwo in irgendeinen Blog reingelaufen bin. Keine Ahnung. Wie auch immer, auf jeden Fall hoffe ich, Sie können sich ein bisschen was mitnehmen aus der Wochenbetrachtung jetzt hier für Fast & Forex. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns natürlich gerne am Montag wieder, dann schon aus Peking. Genau, da bin ich schon in Peking. Am Sonntag geht es weiter nach Peking. Da bin ich natürlich auch gespannt, bin ja zum allerersten Mal dann auch da. Und natürlich werde ich Sie auch da wieder auf dem Laufenden halten, was ich so erlebe oder was ich so sehe. Und ja, Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und dann bis bald. Ihr Wieland Alt.